Die Fritzbox 7590 ist zwar ein wunderschöner DSL-Router, aber vielleicht wollen wir damit unsere Mitbewohner, Kinder oder Gäste ein bisschen ärgern. Nein, wir wollen sie natürlich nicht ärgern, aber wir wollen ihnen aus irgendwelchen Gründen den Internetzugang beschränken. Sinnhafte Gründe hoffentlich. Ist ja auch egal, das bleibt euch überlassen, warum ihr das macht. Auf jeden Fall zeige ich euch im heutigen Video, wie ihr das mit der Fritzbox tun könnt, wie ihr zum Beispiel einzelne Webseiten oder ganze Anwendungen sperren könnt für bestimmte Anwendergruppen, sodass eure Gäste beispielsweise nur noch surfen und mailen dürfen, keine Online-Spiele oder geschweige denn Tauschbörsen oder sowas nutzen können oder eure Kinder ab 22 oder 23 Uhr ganz einfach mal offline sein sollen. Da wird zwar der ein oder andere Nachwuchs wahrscheinlich erbost dann drüber sein, dass es solche Videos hier gibt, aber es gibt auch wieder die Videos in die andere Richtung, wie man das Ganze aufhebt. Die gibt es zwar dann nicht bei mir, aber auch da werdet ihr dann als Nachwuchs sicherlich irgendwo fündig. Ich möchte hier niemanden zu irgendwas verleiten. Aber wir schauen uns das jetzt ganz einfach mal an. Hier an der Fritzbox selber können wir eigentlich gar nicht viel machen. Wir müssen uns zu einem PC oder einem Laptop begeben, der mit der Fritzbox verbunden ist. In meinem Fall habe ich hier einen kabelgebundenen PC am Netzwerkstecker dranhängen. Dort begebe ich mich jetzt mal hin, der steht nämlich direkt hinter mir. Und dann werden wir uns das Ganze mal in der Fritz OS Konfigurationsanfläche anschauen, welche Möglichkeiten sich uns da zensurtechnisch bieten. Kommt mit! Dort angekommen öffnen wir einen Webbrowser unserer Wahl. In meinem Fall ist das hier der Google Chrome. Ihr könnt aber auch jeden anderen gängigen Webbrowser verwenden. Ebenso spielt das Betriebssystem keine Rolle. Ihr könnt das wie ich hier unter Windows 10, Windows 7 oder aber auch unter Mac OS oder auch unter Linux durchführen. Wichtig ist nur, dass ihr in euren Webbrowser geht und dort die Adresse fritz.box in die Adresszeile reinschmeißt und aufruft. Dann werdet ihr aufgefordert, euch mit eurem Konfigurationspasswort einzuloggen. Das steht, sofern ihr es noch nicht händisch verändert habt, natürlich auch auf dem kleinen Sticker auf der Unterseite der Fritzbox. Damit melden wir uns an und landen dann hier in der Fritz OS Konfigurationsoberfläche unserer Fritzbox 7590. Und da werden wir uns jetzt mal, wie gesagt, nach geeigneten Zensurmaßnahmen umsehen. Bevor wir das tun, empfehle ich euch aber auf jeden Fall hier oben rechts mal eben die drei kleinen Pünktchen aufzurufen und dort die sogenannte erweiterte Ansicht zu aktivieren. Damit sehen wir nämlich noch eine ganze Menge mehr Menüpunkte und Einstellungsmöglichkeiten, die uns in der Standardansicht verborgen bleiben würden. Auf jeden Fall können wir jetzt mal hier auf der linken Seite den Menüpunkt Internet ansteuern und darunter den Untermenüpunkt Filter. Hier sehen wir dann erstmal eine Auflistung der bisher an der Fritzbox angemeldeten Geräte, zum Beispiel zwei Smartphones hier und der PC, an dem ich gerade sitze. Außerdem sehen wir hier unten auch noch die Geräte, die sich im Gast-WLAN befinden, sofern ihr das aktiviert habt. Auf jeden Fall sehen wir dann hier drüben rechts die jeweils zugewiesenen Zugangsprofile. Wir sehen also, dass an meinem Client 01, also meinem Haupt-PC, an dem ich gerade sitze, das Zugangsprofil Standard zugewiesen wurde. Da können wir hier auch andere vordefinierte Profile auswählen, unter anderem unbeschränkt und gesperrt. Bei gesperrt hätte dieser Computer, also mein PC, jetzt gar keinen Internetzugriff mehr. Weder surfen noch mailen wäre möglich. Wir können aber auch noch eigene Zugangsprofile zusätzlich anlegen und die hier vorhandenen auch im Detail nochmal genau bearbeiten. Dazu gehen wir hier oben auf den Reiter Zugang. Profile und sehen jetzt hier ja die gerade schon erwähnten drei Profile, nämlich gesperrt, Standard und unbeschränkt. Standardmäßig befinden sich alle neuen Geräte in der Standard-Profilgruppe. Die ist, genau wie die unbeschränkte, ja sowohl in der Online-Zeit als auch in den verwendbaren Internetanwendungen vollständig frei. Anders sieht es bei gesperrt aus, könnt ihr sehen. Die haben keine Online-Zeit zur Verfügung, sind also und bleiben auch dauerhaft offline. Das Gastzugangsprofil, das hat zum Beispiel ein Blacklist-Filter drin mit hier in dem Fall jugendgefährdenden Inhalten, die automatisch aktualisiert werden. Und außerdem sind sämtliche Anwendungen außer das klassische Surfen und Mailen beschränkt. Das heißt, ja, sämtliche Ports, auf denen zum Beispiel andere Anwendungen wie Online-Gaming oder Gott bewahre File-Sharing oder sowas laufen, die sollten hiermit gesperrt sein und nicht nutzbar sein. In meinem Beispiel richte ich jetzt mal eine klassische Kindersicherung ein. Dazu könnte ich jetzt natürlich auch das Profil gesperrt verwenden, um meine Kinder komplett aus dem Netz auszuschließen. Naja, so böse wollen wir nicht sein. Deshalb richten wir mal hier unten rechts ein neues Zugangsprofil ein. Dem können wir dann einen Namen geben, also zum Beispiel Kinder. Und hier können wir dann den Zeitraum einschränken oder natürlich auch nicht, in dem diese Gruppe online sein darf. Ich werde das jetzt hier mal einschränken. Dann sehen wir hier unten diesen kleinen Wochenkalender stehen und können uns jetzt hier diesen Radiergummi praktisch auswählen. Da klicke ich einmal drauf und kann jetzt hier zum Beispiel montags ab 20 Uhr die Markierungen hier wegnehmen.
Genauso dienstags ab 20 Uhr. Na, das ist ein kleines bisschen fummelig. So wäre das genau gemacht ab 20 Uhr. Mittwochs ab 20 Uhr sagen wir bis morgens um 8 Uhr brauchen die Kinder kein Internet. Sollte man zumindest meinen. Man weiß ja nie in der heutigen Zeit. Und am Ende sind sie dann doch mit ihrem Mobilinternet online. Naja, auf jeden Fall können wir das hier auf diese Art beschränken. Jetzt gäbe es das Internet nur von 8 bis 20 Uhr in dieser Kindergruppe. Zumindest von Montag bis Mittwoch. Die restlichen Tage spare ich mir jetzt mal für die Demo hier. Aber die könntet ihr dann natürlich auch entsprechend noch anpassen. Außerdem könnt ihr hier für diese Gruppen die Nutzung des Gast-WLANs verbieten. Das ja ist dann sinnvoll, wenn die Leute, insbesondere der Nachwuchs, einmal auf den Trichter gekommen ist, dass man sich einfach nur ins Gäste-WLAN einloggen braucht und dort wahrscheinlich vielleicht dann keine zeitliche Beschränkung mehr hat. Das gehört hiermit auch der Vergangenheit an. Da wird dann anhand der MAC-Adresse auch dieses Gerät ausgefiltert und nicht ins Gast-WLAN reingelassen. Wir können unserer armen Gruppe hier natürlich nicht nur den Internetzugang komplett entziehen, sondern während der Zeiten, in denen der Zugang erlaubt ist, den Ganzen auch ein bisschen filtern. Dazu würden wir hier das Häkchen Internetseiten filtern aktivieren. Dann haben wir zwei grundlegende Möglichkeiten. Wir können das Ganze nach einer Whitelist filtern. Dann können nur Webseiten und Dienste erreicht werden, die in dieser Whitelist stehen. Oder wir können das Ganze nach einer Blacklist filtern. Dann können prinzipiell erstmal alle Webseiten und Dienste erreicht werden, außer diejenigen, die hier in der Blacklist drinstehen. Die entsprechenden Listen, die können wir uns hier direkt anzeigen lassen mit dem Link, können wir aber gleich woanders noch im Menü der Fritzbox bearbeiten. Ich würde euch ja für sehr junge Internetnutzer vielleicht dann doch empfehlen, die Whitelist einzusetzen, also nur euch bekannte Webseiten ansteuern zu lassen und alles andere gesperrt zu haben. Für den etwas fortgeschritteneren Internet-User im Kindesalter würde ich mal sagen, dass man das schon per Blacklist machen kann. Also nur bestimmte und vor allen Dingen auch hier jugendgefährdende Internetseiten zu sperren. Die werden hier schon automatisch in diesem Modul von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, heißt sie glaube ich, aktualisiert und sind immer eingebunden. Das heißt, wir brauchen nicht jede XXX-Seite aus dem ganzen Internet hier täglich neu einzutragen. Das wird von der BPJM übernommen und die werden mit in diesen Filter hier eingebunden, wenn wir dieses Häkchen hier eben aktiviert haben. Hier sehen wir auch, wo wir die Whitelist und die Blacklist bearbeiten können, nämlich im Bereich Listen. Das tun wir gleich noch, falls ihr da doch noch eigene Einträge irgendwie setzen wollt. Und wir können hier unten auch noch ganze Netzwerkanwendungen sperren, also nicht nur einzelne Internetseiten. Die laufen ja auf dem normalen Webport, dem normalen Internetprotokoll. Wir können hier auch andere Protokolle und Ports sperren. Beispielsweise sind hier schon einige voreinkonfiguriert, zum Beispiel den Betrieb eines FTP-Servers oder Emule, ganz klassisch BitTorrent, Telnet und andere Dienste. Außerdem können wir auch generell alles außer Surfen und Mailen sperren. Das würde sich vielleicht sogar noch anbieten hier für die Kinder, damit die Kinder keinen FTP-Server betreiben. Okay, das war echt richtig 90er, aber man weiß ja nie, was die Leute so für Ideen bekommen. Wir können natürlich auch noch neue Netzwerkanwendungen definieren. Auch das tun wir im Bereich Listen. Da schauen wir gleich mal rein. Erstmal speichere ich das Ganze jetzt hier mit einem Klick auf OK. Wir haben jetzt also die Filtergruppe Kinder angelegt, wie wir hier sehen können. Die Online-Zeit ist begrenzt, nämlich wir erinnern uns von 8 bis 20 Uhr, montags bis mittwochs, aber nur komischerweise. Wir haben einen Blacklist-Filter, der aber noch nicht ausgefüllt ist, da wir noch nichts eingetragen haben. Und außerdem diesen jugendgefährdende Medienfilter und alles außer Surfen und Mailen ist deaktiviert. Wenn wir jetzt nochmal zurück in den Reiter Kindersicherung gehen, dann sehen wir hier wieder unsere Geräte. Wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass dieses LG-Smartphone hier beispielsweise das Handy meines kleinen Sohnes oder meiner kleinen Tochter wäre, dann könnte ich jetzt hier rechts im Zugangsprofil die gerade neu erstellte Option Kinder auswählen, würde das Ganze übernehmen und das LG-Smartphone würde ab sofort unter diese Regelungen fallen. Um die Regeln jetzt noch ein bisschen detaillierter anzupassen, beziehungsweise vielmehr die Listen, die wir gerade hatten, Black- und die White-Listen, aber auch die gesperrten Netzwerkanwendungen, gehen wir hier oben mal auf den Reiter Listen. Dort sehen wir dann zum Beispiel die gesperrten Internetseiten, also die Blacklist. Die könnte man dann über diesen Link hier beispielsweise bearbeiten und hier könnten wir dann noch separate Domains oder Internetadressen eintragen, von denen wir nicht möchten, dass sie von unseren Kindern beispielsweise erreicht werden. Natürlich auch solche hier. Ich weiß nicht, ob diese Domain existiert. Wahrscheinlich schon, deswegen geht da besser nicht drauf. Sollte jetzt nur zur Veranschaulichung dienen, wie ihr das hier ausfüllen könnt. Es werden natürlich auch sämtliche Subdomains mitgeblockt. Also wenn ich zum Beispiel facebook.com hier drin blocke, dann wird automatisch, sage ich mal, auch
Pictures, falls es das gibt, facebook.com geblockt. Das brauche ich nicht nochmal separat hier eintragen. Deshalb reicht nur facebook.com. Bitte ohne das www davor. Dann greift der Filter auch wirklich auf der ganzen Domain und die kann generell nicht mehr aufgerufen werden. Auch das übernehme ich wieder mit einem Klick auf den entsprechenden Button. Kann dann hier natürlich auch noch diese Whitelist bearbeiten, also die Liste der erlaubten Internetseiten. Zum Beispiel einige harmlose hier, ohne Werbung machen zu wollen. Naja, das wären wohl typische Kinderseiten wahrscheinlich. Aber wir hatten ja gerade sowieso die Blacklist-Methode ausgewählt. Von daher wäre das für uns jetzt auch interessanter gewesen. Hier unten können wir dann noch die Netzwerkanwendungen konfigurieren. Also die gesamte Sperrung bestimmter Anwendungen und Protokolle. Da hatte ich ja gerade für unsere imaginären Kinder alles außer Surfen und Mailen ausgewählt. Wir können uns diese Filtereinstellung einmal ansehen hier über den blauen Stift auf der rechten Seite. Und hier sind jetzt eben sämtliche Ports eingespeichert auf dem TCP-Protokoll schon mal, die nicht für Surfen und Mailen verwendet werden. Wir sehen zum Beispiel Port 1 bis 24 und dann geht das weiter bei 26. Da 25 ein Port ist, der fürs Mailen oft benutzt wird, dann haben wir das gleiche hier bis zur 79 und ab der 81 weiter, da der Port 80 der Standard-Webport ist, auf dem laufen eigentlich alle HTTP-Übertragungen, sprich alle Webseiten werden uns darüber ausgeliefert. Und so verhält es sich eben auch mit den anderen Ports, die hier ausgelassen wurden. Das sind dann meistens hier die verschlüsselten E-Mail-Ports für SSL und TLS und sowas. Das würde jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Außerdem könnt ihr hier unten auch noch eine neue Netzwerkanwendung hinzufügen. Wenn die Netzwerkanwendung, die ihr erlauben oder blocken wollt, noch nicht hier in der Liste enthalten ist, beispielsweise ein Minecraft-Server, den ihr erlauben wollt, dann tippt ihr einen entsprechenden Namen da oben ein, geht dann hier auf Neues Protokoll, wählt das entsprechende Kommunikationsprotokoll aus. Das sollte bei einem Minecraft-Server wahrscheinlich auch TCP sein. Seltener kommt UDP vor, die hier unten, die kenne ich gar nicht, außer ICMP noch. Und hier tragt ihr dann die Ports ein, also zum Beispiel bei einem Minecraft-Server, ich weiß es gar nicht. Ich sage jetzt ganz einfach mal Port 20.000, stimmt wahrscheinlich nicht. Oder ihr könnt natürlich auch einen Portbereich eintragen, der nutzbar gemacht werden soll. Also zum Beispiel 20.000 bis 20.500. Das gleiche beim Zielport nochmal, damit auch wirklich nur die entsprechenden Ports hier in beide Richtungen freigegeben werden. Anschließend das Ganze mit OK abgespeichert. Und wir sehen, wenn wir jetzt hier auch nochmal auf OK klicken, dass wir jetzt hier eine neue Netzwerkanwendung drin haben, nämlich für einen Minecraft-Server. Und wenn ich jetzt nochmal zurück zu den Zugangsprofilen hier gehe, in mein gerade erstelltes Profil Kinder, das bearbeite ich mit dem blauen Pfeil hier auf der rechten Seite, dann kann ich meinen armen Kindern jetzt hier unten zum Beispiel auch verbieten, einen Minecraft-Server zu betreiben. Ärgerlich, ärgerlich. Das Ganze wieder mit OK übernommen und wir sehen das jetzt hier draußen auch in der Übersicht. Alles außer Surfen und Mailen ist gesperrt und außerdem ist der Betrieb eines Minecraft-Servers gesperrt. Im Reiter Listen hier oben gibt es dann ganz unten noch ein paar weiterführende Einstellungen, die ganz interessant sind. Wir können zum Beispiel den E-Mail-Port 25 generell deaktivieren, beziehungsweise ist er das standardmäßig schon. Das heißt, die Fritzbox wird uns vollständig verbieten, unverschlüsselte E-Mails über Port 25 zu verschicken. Genau der wird dafür nämlich benutzt. Heutzutage sollten E-Mails in der Regel immer verschlüsselt sein, beziehungsweise nicht die Mails selber, sondern der Verbindungsaufbau zum Server. Der findet über andere Ports statt, deswegen sollte man Port 25 tatsächlich gesperrt lassen, da es steht hier nämlich auch schon, dadurch auch vorkommen kann, dass Schadprogramme auf irgendeinem Rechner über diesen Ports unverschlüsselt Mails ins Netz pumpen. Das wollen wir nicht, aber wir können dann natürlich, wenn Port 25 geblockt ist, wirklich nur sichere und verschlüsselte E-Mail-Server für unsere echte E-Mail-Anwendung verwenden, wie das hier auch schon steht, aber wie es auch heutzutage absolut empfehlenswert ist. Hier können wir dann noch den NetBIOS, den Teredo oder den WPAD-Filter deaktivieren. Das sind alles Kommunikationsarten, sag ich mal, die für den normalen User eigentlich nicht benötigt werden im Internet. Deswegen könnt ihr diese Filter auf jeden Fall in der Regel alle aktiv lassen, es sei denn, ihr seid euch ganz sicher, was ihr macht und wisst zum Beispiel, dass ihr definitiv NetBIOS-Pakete empfangen oder versenden wollt. Ansonsten kann ich euch zum Thema Zensur mit der Fritzbox eigentlich nicht mehr so viel erzählen. Wir haben jetzt neue Profile angelegt, die mit entsprechenden Regeln ausgestattet und die dann hier einem Smartphone in dem Fall zugewiesen, dem armen LG-Smartphone, welches die Kinderrolle jetzt hier eingenommen hat. Wie gesagt, das Ganze kann ein bisschen verwirrend sein erstmal durch diese Aufteilung in die Geräte, die Profile und die Listen. Aber wenn man das einmal raus hat, dann erstellt man sich sein Profil, wie wir gerade unser Kinderprofil.
und weist das dann einem seiner Geräte hier zu. Das Profil enthält entsprechende Sperrlisten oder auch Freigabelisten oder andere Regeln, wie wir das gerade hier definiert haben, zum Beispiel für den Minecraft-Server. Eigentlich alles relativ einfach, wenn man da einmal durchgestiegen ist. Wenn ihr Fragen oder Problematiken dazu habt, dann könnt ihr die natürlich auch gerne unten in den Kommentaren stellen. Ich würde sagen, ich schließe dieses Video jetzt erstmal hier an dieser Stelle. Wenn euch das gefallen oder weitergeholfen hat, könnt ihr mir gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen. Da würde ich mich immer drüber freuen. Ansonsten natürlich auch ein kostenloses Abo hier auf meinem Kanal. Instagram gibt es jetzt auch, wer an einem etwas privateren Einblick in das Leben vom Yogi hier interessiert ist, der darf auch gerne da mal reinschauen und mir auch da ein kostenloses Abo dalassen. Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall von euch, denn das Video ist lang genug geworden für diese Thematik. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Tag, eine gute Nacht, Mahlzeit und hoffentlich auf Wiedersehen.